Guten Morgen, es sind dann der Prof von Luxemburgisch USA. Und hier ist eine neue Lektion. Die ist ein bisschen anders wie die anderen Lektionen. Es ist ein Quiz. Ein Quiz über Präpositionen. So, this lesson is a little bit different because it is a quiz about prepositions. So, wie gut kennst du deine Präpositionen? How well do you know your Luxemburgish prepositions? Take this quiz with me. Bist du bereit? Are you ready? Dann los! There are 10 sentences in this quiz, but under this lesson on my blog, you can practice with far more sentences, get the solution, and as well get some explanation about some of the prepositions. For example, why we use in that case this preposition, when do you use the accusative or the dative case with certain prepositions. So you can get far more explanations on my blog. But let's get started now with this quiz here. I will give you a sentence with 3 options for the prepositions. For example, Ich fuhre morgens 7 Uhr da bist. So, also A, an, B, ob, oder C, zu. And then I give you 5 seconds to think. And the correct answer is, hopefully you've got it correct, Ich fuhre morgens 7 Uhr ob da bist. So always use the preposition ob when you go to work. Bist du bereit? Gut. Satz Nummer 1. Wir fuhren Zug ob Paris. A. Mat. B. Mam. C. Bei. Hopefully you've got Wir fuhren Mam-Zug ob Paris. And on my blog, you can have more explanations about Mat and Mam. Satz Nummer 2. Meine Nachbarn waren im Mond Indien. A. An. B. Ob. C. Zu. Hopefully you've got Meine Nachbarn waren im Mond an Indien. So always use the preposition an plus a country. Satz Nummer 3. Ich bin dreidisch zurückgekommen. A. No. B. An. C. Firun. This is a little bit more tricky. Hopefully you've got Ich sehe 34 zurückkommen. Ich sehe 34 zurückkommen. Satz Nummer 4. Der Vol 8 Stunden war anstrengend. A. Von. B. An. Oder C. The correct preposition is De Vol von 8 Stunden war anstrengend. De Vol von 8 Stunden war anstrengend. Satz Nummer 5. Stellt Flasch Wein de Frigo. A. Am. B. C. An. I hope you've got Stellt Flasch Wein an de Frigo. So A and an de Frigo. Stellt Flasch Wein an de Frigo. I hope you are doing well so far. Satz Nummer 6. Da tickt aus da gar. A. Tuschelt. B. Iwat. C. Nirwend.
The correct answer is C. Da ptikt as niewend da gar. Da ptikt as niewend da gar. Satz 7. Ich klammen brrt dem Bus. A. Aus. B. An. C. Op. I hope you've got ich klammen aus dem Bus. Ich klammen aus dem Bus. You could have used an, but then you would have said ich klammen an de Bus. Ich klammen an de Bus. Okay, great. Satz Nummer 8. Komm, wir gehen brrrt de Park. Das schenkt wieder. A. Iwat. B. Durch. C. Launched. Be careful. So here the correct answer is durch. Komm, wir gehen durch den Park. Das scheint wieder. Okay? If I wouldn't have added the das scheint wieder, you could have said komm, wir gehen launch den Park. Huh? Great. Satz Nummer 9. Ich gehe heute Maria an de Kino. A. Matt. B. Mam. C. Matt da. This is an easy one. Ich gehe heute Mam Maria an de Kino. An Satz Nummer 10. Gestern hun ich Kongé. Brrt, gestern hun ich Kongé. A. 4. B. 4 Runden. Oder C. Zünter oder Zünter oder Seid. That one is Zünter gestern hun ich Kongé. Or you can say Seid gestern. And on my blog, you can learn when we use seit and zünter in Luxembourgish. Great. Now, how well did you do in this test? If you think you need a little bit more practice, then head over to my blog and continue to practice with me and get a lot of explanations. Great. Now, merci für das Nachgucken. Thank you for watching. Und bis die nächste Kaya. And see you the next time. Adi!